Niederschmetternde Erkenntnisse für männliche Anleger. Und die meisten Aktionäre sind immer noch Männer. Frauen sind an der Börse erfolgreicher als Männer. Deutlich erfolgreicher. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit anderen Studien, zum Beispiel Studien, die ergeben haben, dass Affen, wenn man Affen Aktien aussuchen lässt, dass die damit die meisten Fondsmanager schlagen. Das alles wirft schon ein paar unangenehme Fragen auf. Was jetzt noch nicht direkt verglichen worden ist beim Börsenerfolg, Frauen direkt mit Affen zum Beispiel, aber wenn wir schon mal wissen, dass Affen Fondsmanager schlagen und dass Frauen Männer schlagen, dann können wir uns schon denken, wo da der Mann steht beim Börsenerfolg unter den Primaten, nämlich ganz, ganz unten. Woher kommt dieses Totalversagen der Männer im entscheidenden Moment, nämlich an der Börse, und was kann man dagegen tun? Dazu gibt es ein paar Erklärungsansätze. Ich habe aber auch eigene Theorien dazu. Und um die geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichten kennen mit Affen, die man Aktien aussuchen lassen hat. Also zum Beispiel Adam Monk. Das war ein Schimpanse bei der Chicago Sun-Times. Und der hat dann im Kursteil der Zeitung immer irgendwelche Aktien angekringelt. Oder die Affendame Luscha in Russland, die hat immer bunte Bauklötzchen ausgesucht und jedes Bauklötzchen stand dann halt für eine bestimmte Aktie. Und daraus hat man dann eben ein Aktienportfolio bekommen und hat dann verglichen, wie hat sich das entwickelt im Vergleich zu Aktienfonds, die gemanagt werden von Profis. Und siehe da, diese Affenportfolios, die haben die Investmentfonds in den meisten Fällen geschlagen. Kursentwicklung war also meistens besser. Das ist an sich schon bitter. Sowas trifft die Fondsbranche immer hart. Und bei der Sache geht es natürlich um was ganz anderes. Der Affe, der da die Aktien aussucht, der steht ja für den Zufall. Und die Aussage von dem Ganzen ist am Ende, man kann einen Haufen Aktien nehmen, irgendwelche willkürlich, und es wird am Ende auch nicht anders laufen, als wenn die Aktien ein Profi aussucht. Die aktiven Fondsmanager schlagen den Markt nicht mehrheitlich. Können sie auch nicht so einfach. Sie treten ja sozusagen gegeneinander an am Markt, vereinfacht gesagt. Und dann haben wir aber auch noch die Gebühren bei Fonds, die auch die Rendite schmälern. Aber was heißt das für den Anleger? Das heißt vermeintlich, dass es nichts bringt, wenn man sich seine Aktien auswählen lässt und verwalten lässt von Profis. Und dass es aber auch offenbar nichts bringt, wenn man sich selber fragt, welche Aktien kaufe ich denn jetzt, welche sind denn gut. Also es bringt nichts, es ist alles Zeitverschwendung, da können wir genauso gut irgendwas kaufen oder wir können auch einfach einen ETF kaufen auf dem Markt oder auf dem Gesamtmarkt. Das besagt ja auch alles die Effizienzmarkthypothese, kennen Sie vielleicht. Also alle Informationen, die kursrelevant sind, sind sowieso schon enthalten in den Aktienkursen. Und deswegen wird man den Markt auf Dauer nicht schlagen und man braucht das auch gar nicht versuchen. Und das ist eine Sache, da spricht sicherlich einiges dafür. Es ist natürlich auch ein tolles Argument für Anbieter von ETFs und solchen Produkten. Kann man jetzt als Anleger für sich so akzeptieren oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Thematik, die man sehr ernst nehmen sollte. So viel dazu. Und jetzt kommen wir zu den Frauen. Jetzt wird es noch spannender, die Frauen an der Börse. Und da ist es zunächst mal so, immer noch. Die Frauen haben es nicht so mit Aktien. Das kann ich auch selber bestätigen als Börsenbriefautor, als Finanzredakteur. Also zum Beispiel die Leute, die sich bei uns anmelden beim Zukunftsmärkte-Report, das sind normalerweise Männer. Ich weiß nicht, warum es so ist, und das Ganze ändert sich auch ganz langsam. Also die Frauen werden zurzeit ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch so.
Aktien, Börse, Börseninfos. Dafür interessieren sich vor allem Männer. Sieht man immer wieder, wenn Sie jetzt ein männlicher Single sind zum Beispiel auch und Ihr Hobby ist die Börse, dann kann ich Ihnen gleich mal sagen, es ist kein Hobby, mit dem Sie Frauen kennenlernen werden. Da können Sie auch gleich auf die Briefmarkenmesse gehen oder in Tierpräparatorkurs oder sowas. Frauen interessieren sich nicht besonders für Aktien und was sie schon gar nicht tun, dass sie Aktien jetzt spannend finden würden oder dass sie sich dafür sogar begeistern würden. Zumindest im Durchschnitt ist es so, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Das heißt aber nicht, dass die Frauen nicht investieren würden in Aktien. Das nimmt nämlich schon langsam zu. Und wie gesagt, wenn Frauen investieren am Aktienmarkt, dann investieren sie im Durchschnitt erfolgreicher als Männer. Das Ganze ist noch nicht so richtig genau erforscht, aber was wir wissen, also zum Beispiel von Online-Banken oder so, es ist fast immer so, die Durchschnittsrendite von Frauen ist höher. Das sind ein paar Prozentpunkte, wenn überhaupt, aber über die Jahre läppert sich sowas natürlich. Wie gehen die Frauen vor? Die Frauen im Durchschnitt jetzt wieder, also soll man verallgemeinert, Frauen sind anscheinend sehr pragmatisch. Die legen sich irgendwann mal fest, die denken sich Aktien, ja, da sollte ich auch irgendwas machen, ist ja auch richtig. Dann informieren sie sich, dann entscheiden sie sich für irgendwas. Frauen haben tendenziell auch eher Fonds und eher Finanzprodukte, dafür haben sie weniger Einzelaktien. Männer haben auch Finanzprodukte natürlich, aber im Vergleich zu Frauen haben sie deutlich mehr Einzelaktien. Frauen sind eher sicherheitsbewusst, Frauen investieren eher langfristig. Die Männer im Gegensatz dazu, die handeln mehr, die schichten ihr Depot oft um und sie gehen auch mehr Risiken ein, haben wohl eben auch riskantere Aktien. Unterm Strich kann man damit also sagen, die Frauen sind eher die passiven Anleger, die Männer sind eher die aktiven Anleger. Und man muss leider sagen, anscheinend ist das auch der Knackpunkt an der ganzen Sache. Wir haben also auf der einen Seite die Frauen, die treffen Grundsatzentscheidungen für Aktien, für Fonds und dann lassen sie es eher mal laufen. Beschäftigen sich jetzt auch nicht so damit, haben offenbar auch Besseres zu tun und damit fahren sie aber unterm Strich gut, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite, die Männer an der Börse sind ja, wenn man so will, tragische Gestalten. Also sie informieren sich, sie ringen da faustisch sozusagen um Erkenntnis, die lesen sich ein in Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, Charttechnik, Kennzahlen kennen sie, Bilanzen kennen sie und entwickeln Strategien und stellen sich dann immer Fragen, wo sind wir gerade am Markt, was passiert gerade, wo sind jetzt die Chancen, was mache ich jetzt und wie, wann, wieso. Aber anscheinend ist es so, am Ende hätten sie sich das alles sparen können. Hätte der Kerl lieber mal den Keller aufgeräumt in der ganzen Zeit, das wäre sinnvoller gewesen. Und da sind wir dann aber jetzt wieder bei den Affen. Also man verzeihe mir das hier alles. Also der Affe, kann man sagen, hat ein Zufallsdepot. Die Frau in der Tendenz auch eher, weil sie ja eher passiv investiert und sich da auch vom Markt treiben lässt. Und der Mann aber mit seinem aktiven Depot, der da um jede Entscheidung ringt, der schneidet schon mal schlechter ab als die Frau. Damit schneidet er natürlich offensichtlich auch schlechter ab als der Affe. Und er ist im Durchschnitt mit seiner Vorgehensweise noch schlechter als ein Depot, das willkürlich zusammengestellt wird von einem Affen oder von sonst wem. Und das kann ja eigentlich wirklich nicht angehen. Da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wie kann man denn sowas verhindern in Zukunft? Was sind die typischen Fehler? Da wird immer Verschiedenes aufgezählt. Also zu riskante Aktien haben wir ja schon gehört. Dann hin und her, kaufen, verkaufen, was ja auch alles Geld kostet.
Dann das Klumpenrisiko oft, also zu wenig Streuung, zu wenig breit aufgestellt, sollte man im Auge haben. Das ist ein Thema, Branchenrisiko, Länderrisiko. Und wenn Sie schon immer vorgehabt haben, dass Sie selber breiter streuen und wenn Sie aber nicht so genau gewusst haben, wie denn und wohin kann ich denn gehen, da kann ich Ihnen jetzt zum Beispiel sagen, da sind Sie sehr nah dran, weil Sie sind ja jetzt auf dem Zukunftsmärktekanal. Und wenn ich hier mal nicht über Männer und Frauen rede, dann rede ich hier ja fast immer über Schwellenländeraktien. Und was ich zusätzlich anbieten kann, sind ja auch die Reports, unsere Zukunftsmärkte-Reports. Da bekommen Sie ja regelmäßig Analysen, Aktienanalysen, Marktanalysen aus den Schwellenländern. Und unsere Reports sind auch komplett gratis. Also wenn Sie breiter streuen wollen oder wenn Sie sich grundsätzlich nur mal so interessieren für Aktien aus China, aus Indien, Asien und so weiter, dann anmelden und dann haben Sie das Problem mit der Diversifizierung schon mal gelöst. Der Anmelde-Link ist hier auch unter dem Beitrag. Noch so ein Thema, riskante Aktien. Riskante Aktien dürfte es ja eigentlich auch gar nicht geben, laut Effizienzmarkthypothese, weil da heißt es ja immer, in jedem Aktienkurs ist alles schon eingepreist. Aber ich befürchte, riskante Aktien gibt es eben doch. Ich befürchte auch, mit diesen riskant, in Anführungszeichen, Aktien verliert der Privatanleger viel Geld und das ließe sich oft auch vermeiden. Man kann sicherlich mal riskantere Aktien auch haben, aber das sollte dann ein kleinerer Teil sein im Depot, würde ich sagen, wo man dann vielleicht mal was ausprobiert oder so. Aber wenn das halbe Depot voll ist mit Zockeraktien, ist es für die Performance doch oft relativ tödlich. Was sind riskante Aktien? Zum Beispiel Aktien, die steil nach unten gehen, fallende Messer, die ganz am Boden liegen, was für manchen vielleicht attraktiv und günstig wirkt, aber da muss man sich sehr gut auskennen mit den Unternehmen, weil normalerweise sind Aktien nicht ohne Grund sehr billig. Noch schlimmer, Aktien, die dann von irgendwelchen Diensten promotet werden, von irgendwelchen obskuren, also so 500% Chancen, kleine Buden, das ist in den meisten Fällen wirklich Abzocke. Damit werden Sie sicherlich Geld verlieren mit hoher Wahrscheinlichkeit. Was damit ein bisschen verwandt ist, also es sind schon Aktien, die seriös sind, aber um die es eben gerade zum Beispiel so einen Hype gibt, also ganz tolle Boombranchen, wo jeder davon spricht. Und sowas kann schon auch lange gut laufen, aber man muss auch da aufpassen. Das, was jeder toll findet, hat auch schon jeder, das ist das Erste. Und ich muss auch sagen, also meine Branche, Börsenbriefe, Finanzredaktionen, die sollten sich da auch mal an der eigenen Nase fassen. Wir sind auch nicht unschuldig dran, dass viele Privatanleger genau solche Aktien haben, weil man stellt natürlich sowas selber auch noch mal gern in den Mittelpunkt. Man erzählt ja gern tolle Geschichten, aber das ist dann eben auch die Gefahr. Und da kann ich nur sagen, seien Sie auch bei solchen Analysen kritisch, bei solchen Euphorie-Themen. Am Ende muss da immer das Gesamtargument stimmen, also eine tolle Story, die bringt noch nicht langfristig die Über Rendite. Und ich bin mir leider auch relativ sicher, dass viele Depotleichen, die die Anleger so haben, dass das genau solche Aktien sind, die man irgendwann mal gekauft hat, wo man sich sicher war, das wird eine ganz tolle Sache und die hat man dann aber viel zu lang behalten und nicht verkauft und dann ist aus dem allem nichts geworden. Jeder, der investiert Zeit und Herzblut und da ist es schon klar, das soll sich natürlich lohnen und da neigt man vielleicht ein bisschen dazu, dass man auf spezielle Sachen setzt, wenn man die jetzt schon entdeckt hat, weil der Aufwand, es soll ja was bringen, aber die Börse belohnt das nicht unbedingt. Es ist natürlich schon wichtig, dass man sich informiert, es ist auch gut, wenn man an einer interessanten Sache auch mal dran bleibt, aber ich glaube, dass man sich auf der anderen Seite auch ab und zu mal am Riemen reißen muss und sich sagen muss, jetzt nicht übertreiben, jetzt nicht allem hin und hinterher rennen, sondern sich auch mal fragen, was ist eigentlich meine Linie und verfolge ich die Linie noch oder bin ich da schon auf Abwägen? Vor allem was die Qualität jetzt betrifft, die Qualität meiner Aktien und die Qualität von meinem Portfolio. Das gleiche mit Kaufen, Verkaufen, andauernd hin und her macht Taschen leer, sagt man so. Das ist
auch nicht so einfach. Wenn jetzt einer passiv investiert, der kriegt natürlich viel, was an der Börse passiert, gar nicht mit. Wenn man aktiv investiert, dann ist man da voll drin und da ist man natürlich dann auch immer ein bisschen nervöser. Man ändert auch schneller mal seine Meinung. Ist relativ oft ein Nachteil, wenn man zu hektisch ist. Ich glaube aber nicht, dass es immer ein Nachteil ist. Es ist dann kein Nachteil, wenn es stimmig ist, wenn Sie so handeln, dass es passt zu Ihrer Strategie und zu den Grundüberzeugungen, die Sie haben. Diese ganzen Typen, diese Finanzprodukte-Typen, die sagen einem natürlich immer, das bringt doch nichts, bleiben Sie drin im Markt, Market Timing ist fast unmöglich, das schadet doch nur der Performance am Ende. Aber da muss ich persönlich sagen, das Argument lässt mich relativ kalt, auch wenn es stimmt in der Theorie. Aber das ist für mich nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn ich aktiv handle, habe ich Überzeugungen, wie gesagt, habe ich eine Strategie idealerweise, habe ich auch ein Risikomanagement oder sollte ich haben. Das kann ich umsetzen, so wie ich das will und wie ich das für richtig halte. Und sowas muss dann ja nicht unbedingt immer unfehlbar sein. Das ist es nie. Das ist auch klar. Darüber muss man sich im Klaren sein. Man macht Fehler, man ärgert sich über Fehler. Aber keiner kann mir erzählen, dass ich immer voll im Markt sein sollte, auch wenn ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt lieber nicht dabei sein. Und wenn meine Einschätzung dann falsch ist, dann ist es Pech. Aber das kommt auch vor. Aber es gibt ein Marktrisiko. Das Marktrisiko ist real. Und wenn ich aber aktiv anlege, dann habe ich den Vorteil, es kann mich keiner zu was zwingen. Ich habe keine Aktien, die ich nicht haben will. Ich habe kein Risiko, das ich nicht haben will. Und aus meiner Sicht ist das ein unschätzbarer Vorteil. Und mal ganz ehrlich, den Markt schlagen, das muss kein Mensch. Also ein Fondsmanager schon, der sollte den Markt schlagen und deswegen machen die Fondsmanager auch oft komische Sachen, weil sie hoffen, dass sie damit den Markt auch schlagen. Aber als Privatanleger, da können sie sich das alles schenken. Sie müssen den Markt nicht schlagen, keiner sitzt ihnen im Nacken, sie haben die Möglichkeit, dass sie agieren, wie sie das wollen. Und die meisten aktiven Anleger, die würden darauf auch nicht mehr verzichten, glaube ich, weil das ein sehr großer Vorteil ist, auch wenn sie sich dessen jetzt vielleicht nicht immer so bewusst sind. Aber man kann eben mit dem eigenen Geld auch die eigene Strategie verfolgen. Und ob man damit jetzt den Markt schlägt oder nicht, ist ja eigentlich irrelevant. Und darum, ich kann nur appellieren an jeden aktiven Anleger, wenn sie schon so weit gekommen sind, dass sie aktiv investieren können, dann bleiben sie dran. Durststrecken gibt es immer, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Lassen Sie sich da nichts einreden. Und was speziell Frauen betrifft, die investieren, ich kann auch da nur empfehlen, gehen Sie mehr aus der Deckung. Werden Sie aktiver. Ich sage das nicht, weil ich Sie runterziehen will, sodass Sie in Zukunft auch so eine schlechte Performance haben wie die meisten Männer, sondern im Gegenteil. Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie viele Fehler nicht machen, die die Männer machen. Und darauf sollten Sie aufbauen. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie wären an der Börse gern aktiver, dann gehen Sie diesem Gefühl nach. Informationsmöglichkeiten gibt es genug, unter anderem, wie gesagt, die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Der Anlehe-Anmelde-Link ist ja hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und auch auf YouTube hier die Beiträge von uns und unseren YouTube-Kanal, den kann man natürlich auch abonnieren. Wenn man das tut, dann beim Anmelden natürlich auch immer gleich die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn die neuen Beiträge da sind. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, an der Börse, wenn man halbwegs gelassen ist, wenn man halbwegs diszipliniert vorgeht, wenn man
die unnötigen Risiken auch vermeidet, dann kommt früher oder später der Erfolg. Also machen Sie sich nicht zu viel Sorgen, dass Sie vielleicht zu wenig wissen und dass Sie deswegen schlimme Fehler machen würden. Denn eins wissen wir ja auch, die Börsenaffen, von denen wir gehört haben, die machen sich auch keine Sorgen. Und trotzdem am Ende schneiden auch die immer noch besser ab als die meisten Fondsmanager. Also wird schon schief gehen. Und in diesem Sinne an der Börse viel Erfolg Ihnen und danke fürs Zuschauen.